Keine leichte Geschichte, aber sie ist Teil deutscher Geschichte. Und sie handelt von diesem Mann, Daniel Alter, geboren 1959 in Nürnberg. Heute arbeitet er in Berlin, auch wenn ihm sein Deutschsein sehr schwer fällt. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, groß geworden, sozialisiert. Deutschland hat natürlich einen großen Einfluss und ich bin von hier. Das kann man einfach nicht wegdiskutieren. Ich sitze nicht auf gepackten Koffern. Ich lebe hier, aber diese Entscheidung, hier zu leben, kann aufgrund der aktuellen Situation nicht in Stein gemeißelt sein. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Antisemitismus-Situation in Deutschland weiterentwickelt. Dem Rabbiner begegnet täglich Ablehnung, in Form von E-Mails an die jüdische Gemeinde, aber auch persönlich. Im August letzten Jahres wird er vor seiner Wohnung von 4 Jugendlichen angesprochen und zusammengeschlagen. Die Täter haben eine arabische Spracheinfärbung. Es ist dann einen sehr aggressiven Charakterannahmen, auch mit Drohungen von sexueller und physischer Gewalt gegen meine Tochter, die neben mir stand, hatte ich Bedenken, dass das diesmal sich noch anders eskalieren könnte, als ich das gewohnt war. Und da war eigentlich mein einziger Wunsch, die Situation so schnell wie möglich aufzulösen und meine Tochter so schnell wie möglich von der Straße zu bringen. Die Angreifer brechen Alter das Jochbein. Gefasst wurden sie bisher nicht. Ein extremer Fall, möchte man sich trösten und wohl auch zurückzuführen auf den Hass, geschürt durch den Nahostkonflikt. Doch der Antisemitismus sitzt fest, auch in Deutschland. Und nicht nur bei extremen Gruppen, wie Studien belegen, so soll etwa jeder 5. Deutsche antisemitisch eingestellt sein. Ein besonderes Problem, das Internet. Es gibt völlig irre Websites, okay, aber es gibt dann, wenn man sich die Kommentarseiten anguckt zu irgendwelchen Zeitungsartikeln oder was auch immer, Sendungen zu dem Thema, und man kann dort anonym loshetzen, dann ändert das, wenn man sowas immer wieder liest und lesen kann, das ändert, glaube ich, schon auf die Dauer die öffentliche Wahrnehmung. Es gibt aber auch die andere Seite. Solidarität im letzten Jahr für Rabbi Alter. Menschen tragen die Kippa, die jüdische Kopfbedeckung, als Zeichen gegen Antisemitismus. Und heute, ein Jahr später, nun, Rabbi Alter versteckt sich nicht etwa, sondern zeigt sich so oft wie möglich in der Öffentlichkeit, wie hier bei der Verlegung von Stolpersteinen für die Opfer des Nationalsozialismus. Ich habe sozusagen versucht, meinen eigenen Boxring zu eröffnen und das stand für mich fest, dass ich eben versuche, Dialog weiter voranzutreiben und Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit. Denn, so meint Rabbi Alter, am Ende sind es nicht die Deutschen, die ihn angreifen. Und ihm würde auch nicht jeder arabischstämmige Jugendliche zusammenschlagen, sondern es seien immer nur einzelne dumme Menschen.